Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem allerersten Freitagsvlog in dem Jahr 2021. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr und dass all eure Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen. Ich werde mein Bestes tun, dass meine Ziele ebenfalls in Erfüllung gehen werden. Aber ja, wie ihr sehen könnt, unbekannte Umgebung. Es ist nicht wirklich eine Kulisse, die man häufig sieht. Ich bin gerade in meinem alten Kinderzimmer und ich möchte euch jemanden zeigen. Wally! Wally! Da hinten ist der Kleine. Wer hätte dann gedacht, dass Wally tatsächlich einmal hier sein wird, in meinem Zimmer, im Haus wohlgemerkt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat, dass mein Papa gesagt hat, okay, wir probieren es jetzt für 2 Nächte und 2 Tage und dann werden wir weiter verhandeln, wie wir das in Zukunft handhaben werden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz auf Wally. Er hat das auch gestern Nacht zur Silvesternacht mega gut hingekriegt. Ich dachte ja, dadurch, dass er eher so ein ängstlicher und vorsichtiger Typ ist, wird er vielleicht mega Angst haben und habe alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber die wären gar nicht nötig gewesen. Wally war tiefenentspannt. Das lag vielleicht auch daran, dass wir selbst direkt keine Raketen oder Böller gezündet haben. Bei uns im Umkreis von mehreren Kilometern hat man schon mal was rumsen gehört. Das war wohl jetzt aber nicht so schlimm. Ich glaube, er dachte sich, dadurch, dass wir jetzt nicht extrem darauf reagieren, das ist für ihn auch kein Grund. Er fand eher unser Grundstück spannend und ist dann mal hier im Garten herumgewuselt und hat da mal geguckt. Dann hat er sich mal wieder zu uns ans Feuer mit hingesetzt und war da eine Weile. Mein Papa hat ihn auch kräftig mit Würstchen gefüttert. Ja, die haben sich gestern Abend sehr gut angefreundet miteinander. Und ja, mein Bruder, mein Papa und ich, wir saßen dann am Feuer und haben 6 Stunden tatsächlich draußen gesessen. Man hat das gar nicht so gemerkt, aber heute merke ich das, dass mein Immunsystem dadurch auch ein bisschen angegriffen ist. Meine Stimme klingt auch ein bisschen tiefer als sonst und belegter, aber das wird schon wieder werden. Mittlerweile ist ja jetzt auch schon 11 Uhr. Wir haben ausgeschlafen bis um 9, dann war ich mit Wally im Garten gewesen, so richtig spazieren gehen. Sind wir heute noch nicht gegangen. Ich glaube, Wally ist auch ziemlich müde. Der war ja gestern permanent wach gewesen. Und wir sind ja auch gestern mit dem Zug gefahren. Da hat er auch Haufen Stress gehabt und alles. Ich glaube, der ist heute so richtig, ja, Mütchen und muss ein paar Stunden mehr schlafen als sonst. Aber das ist schon okay. Das gönne ich ihm. Nachher, wenn wir dann nochmal eine größere Runde gehen, hier im Dorf gibt's ja so viele Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Durch den Park, durch die Wälder, durch die Felder oder andere kleine Schleichwege. Also da freue ich mich richtig darauf, Wally ein bisschen so die Umgebung zu zeigen. Ja, ansonsten fühlt er sich ja hier auch mega wohl im Garten. Meine Katze lässt sich seitdem leider nicht mehr blicken, was ich ein bisschen schade finde, weil wir uns noch gar nicht gesehen haben. Aber ja, woher soll die Katze wissen, dass Wally sich gar nicht für Katzen interessiert? Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time.
Herzlich willkommen an meinem Lieblingsort. Hier komme ich eigentlich normalerweise immer alleine hin, weil ich Kraft auftanken möchte, weil ich mich hier sehr wohl fühle in der Natur. Es ist alles sehr abgeschieden. In, ich sag mal, 98% der Fällen begegnet man hier auch keiner Menschenseele. Und ja, deswegen finde ich diesen Ort hier besonders schön. Aber heute komme ich hier gar nicht zur Ruhe. Heute merke ich einfach, wie ich mich so richtig über alles hier aufrege. Also es ist einfach krass, wie sehr man das hier alles verkommen lässt. Ich meine, seitdem ich 6 war, habe ich hier gewohnt und ich bin auch hier damals in den Kindergarten gegangen und kenne also die Umgebung ziemlich gut und habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Und es war früher einfach so schön gewesen. Hier standen noch so kleine Pavillons und man konnte überall lang gehen. Alles war einfach schön und gepflegt gewesen. Und wenn ich mich jetzt hier so umgucke, ist alles verkommen. Die Teiche, die grenzen eher so Moor- und Moddergebiet. Überall liegen Glasflaschen und irgendwelcher Dreck in dem Fluss und im Wasser drin. Es ist einfach so richtig ekelhaft trüb geworden, das Wasser. Es sieht halt mehr aus wie ein Moor oder ein Sumpfgebiet als wirklich wie ein Teich mit Fischen drin. Ich verstehe einfach nicht, warum hier überhaupt nichts getan wird. Ich meine, vor ein paar Jahren war es mittlerweile schon, wurde hier groß angeprangert. Oh, Europa investiert in dieses kleine Dorf. Hier habt ihr eine Brücke, damit ihr wieder auf eure Lieblingsinsel kommt. Und jetzt denke ich mir so, ja toll, was bringt es mir, wenn jetzt hier eine neue Brücke steht, die uns zu dieser Insel hier führt, wenn alles rundherum abgestorben ist, wenn sämtliche Bäume morsch und tot sind, wenn alles abgesperrt ist drumherum, so dass man theoretisch eigentlich gar nicht mehr hier in diesen Park überhaupt reinkommt. Ich weiß nicht, warum ich euch das überhaupt erzähle, weil wir können schlecht was daran ändern, aber es nervt mich alles. Ich finde es einfach so traurig, wie man einen wunderschönen Ort wie diesen hier einfach absterben lässt. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Or I could be someone. So, Wally und ich sind wieder zurück und ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht eigentlich mal eine Roomtour von meinem alten Kinderzimmer? Ich wohne ja seit 5 Jahren nicht mehr hier und habe meine ganze Jugend in dem Zimmer verbracht, könnte man sagen. Es ist jetzt keine fancy Roomtour mit übelst sehr krassen Architektur und Ausstattung. Also viele Möbel stehen hier nicht mehr drin und ja, ich wollte euch aber trotzdem mal zeigen, wie ich hier gelebt habe. Gleich zu Beginn, wenn man reinkommt, sieht man mein Yu-Gi-Oh! Poster. Das habe ich auch schon seit gefühlt 20 Jahren dort hängen. Gefällt mir immer noch sehr gut. Der Beauftragte der Dämonen ist meine Lieblingskarte gewesen früher. Ja, dann ist hier halt noch so ein CD-Halter, wo ganz viele Alben von Silverstein, von Nightwish und so weiter noch hängen, für die ich eigentlich gar keine Verwendung mehr habe, aber wegschmeißen will ich sie auch nicht. Hier oben ist dann noch so ein Graffiti mit Shanti. Das hatte damals einer in der Schule für mich gemacht, als ich glaube, 12 oder 13 war. Deswegen ist es immer noch hier. Früher hat hier mal ein Bett gestanden, also mein Bett, ja klar. Aber mittlerweile nicht mehr. Jetzt steht hier nur provisorisch ein ausklappbares Sofa drin, wo Wally halt auch gerade drauf schläft. Ja, ich nutze das halt immer, wenn ich hier bin. So häufig ist das ja nicht mehr. Und ansonsten, ja, steht hier halt noch ein Sideboard mit einem uralten Fernseher. Ja, und hier sind dann halt noch so kleine Dinge. Zum Beispiel die CD vom Nachtcafé, wo ich im Fernsehen war. Ja, hier ist noch ein Schreibtisch. Den habe ich früher immer genutzt. Noch ein Regal und halt noch ein anderer Schrank. Und das war es im Groben eigentlich auch schon. Hier hinten steht noch eine E-Gitarre. Kleine Geschichte dazu. Der Schlagring ist von meinem echten Schlagring. Also was heißt echt, von meiner Halskette, wo so ein kleiner Schlagring drauf war. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe, ob ich die in Jena habe oder hier. Müsste ich, oder ob ich die überhaupt noch habe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sozusagen nachgemalt davon. Ja, mit Schriftzug. Das hat damals ein Künstler für mich angefertigt, also die ganze E-Gitarre.
Lustigerweise kann ich aber bis heute nicht Gitarre spielen und habe auch nicht wirklich Muse dafür, das zu lernen. Von daher ist das ein Sammlerstück und sollte irgendwann mal ein Museum von mir gebaut werden, dann kommt diese Gitarre da rein. Gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds. Turn the memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. So, und wieder ist ein Tag vorbei. Das geht irgendwie immer recht flott, habe ich so das Gefühl. Zumindest in letzter Zeit. Ja, wir haben gerade Abendbrot gegessen und davor waren mein Papa und ich noch ein bisschen draußen im Garten gewesen. Und ich muss ja sagen, ich bin sehr stolz darauf, in welcher kurzen Zeit Wally mein Papa so gesehen um den Finger gewickelt hat. Und ich glaube, mein Papa hat Wally in sein Herz geschlossen. Und wir werden wahrscheinlich wiederkommen dürfen. Wally hat sich jetzt nichts geleistet, was irgendwie schlimm gewesen ist. Der bettelt zwar ein bisschen am Tisch, aber eher so durch da sitzen und anstarren, so richtig mit ja anspringen oder quietschen oder so, macht er zum Glück nicht. Er starrt einfach nur Leute sehr, sehr intensiv an, wenn er etwas haben will. Morgen wird dann für mich und Wally die Reise schon wieder weitergehen. Wir fahren nach Cottbus zu Max und ja, ich weiß noch nicht direkt, wie lange ich bleibe. Vielleicht nur ein paar Tage, das Wochenende so oder eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen. Dadurch, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich eigentlich eine kleine YouTube-Pause machen wollte, ja, komme ich vielleicht auch mal zur Ruhe und nervt mich nicht alles so ab. Aber wer weiß das schon. Für heute werde ich auf jeden Fall jetzt erst mit dem Vlog beenden. Ich werde gleich noch ein bisschen mit Wally kuscheln und vielleicht noch einen Film oder eine Serie schauen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas im Fernsehen oder so läuft. Mal sehen. Und wenn nicht, bin ich eigentlich auch schon wieder gut müde. Ich war heute allgemein den ganzen Tag ein bisschen erschöpft gewesen. Aber ja, so geht der erste Tag des Jahres ins Land. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag zum nächsten Freitagsvlog. Bye, bye.